Name ist Katrin. Ich stelle euch heute die meist unterschätzte Maschine im Happy Lab vor. Das ist der Schneidplotter. Er steht hier neben mir und funktioniert im Prinzip ähnlich wie ein normaler Druckplotter. Nur, dass er anstelle des Druckkopfes über ein beweglich gelagertes Messer verfügt. Er eignet sich zum Ausschneiden von Motiven aus. Zum einen Klebefolien für die Gestaltung von Wandflächen zum Beispiel und zum anderen für das Ausschneiden von Motiven aus sogenannten Flexfolien. Das sind Folien, die für das Gestalten von Textilien geeignet sind. Der Schneidplotter verfügt über zwei bewegliche Rollen. Sie fixieren und transportieren das Material beim Schneidvorgang und können händisch verschoben werden. Wichtig ist auch sozusagen, dass der Abstand der Rollen die maximale Schnittbreite definiert. Also das Gerät kann nur zwischen den zwei Transportrollen schneiden und die maximale Schnittbreite ergibt sich aus dem Abstand der Rollen minus ca. 3 cm. Wie funktioniert nun die Benutzung des Schneidplotters? Wir werden ein kleines Happy Lab Namensschild ausschneiden und zwar aus Klebefolie. Der allererste Schritt beim Benutzen des Schneidplotters ist nicht das Einschalten der Maschine, sondern das Einspannen des Materials. Das hat damit zu tun, dass die Maschine beim Hochfahren, also nach dem Einschalten, eine Referenzfahrt startet, automatisch, bei der das Material vermessen wird. Daher spannen wir zuerst das Material ein. Das Material, die Klebefolie, wird fixiert durch Spannwalzen. Sie befinden sich hier im mittleren Bereich und können durch einen Hebel auf der Rückseite des Geräts fixiert werden. Wichtig zu beachten ist, dass diese Spannwalzen in jedem Fall in diesen weißen Bereichen fixiert werden. Also nur in diesen weißen Bereichen dürfen Sie das Material einspannen. Als Orientierung, damit die Folie nicht schief eingespannt wird, habe ich hier kurze Linien, eine Skala, die hilft mir bei der Ausrichtung der Folie, damit die Folie nicht beim Transport aus den Walzen, unter den Walzen hervorrutscht. Zum Fixieren drücke ich die Hebel an der Rückseite nach unten. Bei kleinen Folienstücken ist noch zu beachten, dass hier im vorderen Bereich ein Sensor eingebaut ist. In diesem Fall sitzt er hier. Diese Stelle muss in jedem Fall von Folie bedeckt sein, sonst kann ich das Gerät nicht zum Schneiden verwenden. Wenn das Material eingespannt ist, kann ich im Wesentlichen das Gerät aktivieren mit meiner Mitgliedskarte und die automatisch startende Referenzfahrt beginnt. Nach der automatisch startenden Referenzfahrt kommt das Schneidmesser im vorderen rechten Bereich zum Stehen. Das ist der Punkt, der als Nullpunkt, als Anfangspunkt des Schneidvorgangs gilt. Bevor ich nun mit dem Schneiden beginne, ist es sinnvoll, die Klinge zu kontrollieren. Es kann sein, dass sich auf der Klinge kleine Materialreste gesammelt haben. Das könnte zur Folge haben, dass die Schneidkanten einfach nicht so sauber werden. Ich kann die Klinge aus ihrer Halterung mittels Stellschraube lösen. Das heißt, ich öffne die Stellschraube. Nehme mir die Messerhalterung heraus. Sie hat im hinteren Bereich einen kleinen Bolzen, den ich nach innen drücken kann. Das schiebt mir vorne die Klinge nach außen und ich kann mit kontrollieren, ob hier irgendwelche Materialreste sind. Ist in diesem Fall nicht so, das heißt, ich kann die Klinge wieder einspannen. Danach schließe ich die Schraube wieder. Und der Schneidplotter ist einsatzbereit. Der nächste Schritt ist dann die Bearbeitung der Datei am Computer. Zur Kommunikation mit dem Schneidplotter arbeiten wir mit dem Programm CorelDRAW.
Es handelt sich bei CorelDRAW um ein vektorbasiertes Programm. Das bedeutet, dass die Dateien linienbasiert sind. Das hat damit zu tun, dass der Schneidplotter von uns wissen will, auf welchen Wegen er seine Klinge bewegen soll. Das heißt, ich öffne mir eine vektorbasierte Datei, ich generiere eine Datei, die auf Vektoren basiert. Geeignete Formate sind zum Beispiel EPS oder DXF. Wenn ich mein Motiv erzeugt habe, ist es wichtig, dass ich alle vorkommenden Linien auf die strichbreite H-Linie umstelle und Flächen, Schattierungen komplett vermeide. Flächen und Linien, die stärker als H-Linien sind, werden vom Schneidplotter ignoriert. Ich wähle mir jetzt also mein Motiv aus und stelle am rechten unteren Bildrand die Linienstärke auf breite H-Linie um. Um zu kontrollieren, sozusagen, wie das Motiv anhand seiner Umrisslinien aussehen wird, habe ich auch noch die Möglichkeit, mir die Ansicht auf Ansicht Umriss umzustellen. Dann sehe ich, welche Linien geschnitten werden. CorelDRAW bietet mir die Möglichkeit, das Motiv noch zu bearbeiten. Drei sinnvolle Optionen sind in jedem Fall, das Motiv zu drehen, beispielsweise, um die Materialbreite gut auszunutzen. Das kann ich mit der Funktion drehen hier oben. Hier kann ich mir einen Zahlenwert eingeben und das Motiv dann wieder verrücken. Ein anderer sinnvoller Befehl, ich kehre das jetzt kurz um, ist insbesondere bei Flexfolien, das Spiegeln des Motivs, indem ich das Motiv wieder ganz auswähle und mit dem Spiegelbefehl umdrehe. Das hat damit zu tun, dass Flexfolien ja von der Rückseite geschnitten werden. Ebenfalls wichtig kann sein der Befehl skalieren, also Größe ändern. Das finde ich hier im oberen Bereich. Wenn ich das Schloss-Symbol geklickt habe, wird das Motiv immer gleichmäßig in Länge und Breite verändert. Ich kann hier die Prozentzahl verändern beispielsweise oder auch hier einen absoluten Zahlenwert eingeben, in dem Fall in Millimeter. So, wenn ich das erledigt habe, kann ich auf Datei drucken gehen. Ich wähle mir meinen gewünschten Drucker aus. In unserem Fall ist das der Schneidplotter und möchte in den Grundeinstellungen noch einmal kontrollieren, was hier voreingestellt ist. Hier finde ich zwei sehr wichtige Kennzahlen, nämlich die Schneidgeschwindigkeit und den Messerdruck. Die Werte sind meistens richtig voreingestellt für die im Happy Lab erhältlichen Folien, aber ein Kontrollblick schadet nicht. Wenn ich mir unsicher bin, kann ich auch hier das Wiki konsultieren. Auf wiki.happylab.at finde ich erprobte Werte. Am zweiten Reiter ist noch die Papiergröße einstellbar. In unserem Fall haben wir eine Folie mit der Länge 500 mm und der Breite 600 mm. Ich bestätige das und gehe auf Druckvorschau. In der Druckvorschau sehe ich hier mein Gesamtmaterial und das Motiv, das hier nicht besonders sinnvoll platziert ist auf der Folie. Wenn ich das automatisch ausrichten lassen möchte, kann ich mir hier oben auswählen, Motiv an linker unterer Ecke ausrichten. Das macht deswegen Sinn, weil beim Schneidplotter der Anfangspunkt, der Nullpunkt im linken unteren Bereich sitzt. Wenn das alles passiert ist, kann ich eigentlich den Befehl schon abschließen und mit Datei drucken den Druckauftrag losschicken.
Die Maschine hat jetzt ihren Schneidvorgang beendet. Es gibt jetzt einen Trick, bevor ich mir das Material komplett ausspanne. Ich kann mir zum Abtrennen des Materials hier diese Fuge zunutze machen. Ich habe ein Skalpell mitgenommen und kann mir jetzt von der Maschine das Material noch ein Stück nach vor wandern lassen, damit ich hier einen Anhaltspunkt zum Abtrennen, zum rechtwinkligen Abtrennen der Folie habe. Ich benutze dafür hier diesen Offline-Knopf. Wenn die Maschine im Offline-Modus ist, kann ich manuell das Material verfahren mit diesen Pfeiltasten. Ist das Material dort, wo ich den Schnitt setzen möchte, kann ich mit der Klinge hier nun das Material durchtrennen und den Schnitt händisch ansetzen. Zum Ausspannen des Materials kann ich mir am Geräte, auf der Geräterückseite wieder die Hebel nach oben setzen, nach oben ziehen und das Material ganz einfach nach vorne rausziehen. Im nächsten Schritt wird der Sticker nun entgittert. Das bedeutet, ich nehme alle Folienteile weg, die nicht verklebt werden sollen. Als Hilfsmittel hat sich ein Skalpell bewährt, mit dem kann ich eben vorsichtig jene Stellen abheben, die entfernt werden sollen. Ich schneide mir zunächst das Motiv grob zu. Und kann dann mit der Werkzeugspitze in diesem Fall die Buchstaben vorsichtig abheben. Unser Motiv ist nun fertig entgittert und im Prinzip bereit für die Übertragung auf diverse Untergründe. Dazu zählen also mögliche Untergründe, sind Mauerwerk, Glasfenster, Autokarosserien und ähnliches. Beim Platzieren auf diesen Untergründen hilft uns noch ein Zusatzmaterial, nämlich eine transparente Transferfolie, die auf der Vorderseite aufgebracht wird und uns dabei hilft, den Sticker zu platzieren. Aber Details zum Arbeiten mit so einer Transferfolie gibt es im separaten Projekteclip.